Wo verbringen Züge ihre Nächte? Zum Beispiel hier in Oberwinterthur. Da sagt die Winterthurer Stadträtin Barbara Günthert-Meyer heute am Tag vom Spatenstich. Ich habe natürlich Freude, dass die Stadt Winterthur so einen Beitrag an einen gelingenden öffentlichen Verkehr leisten kann. Und dass da dabei auch gerade noch 50 Arbeitsplätze auf Winterthur kommen, das freut mich ganz besonders. Der Spatenstich ist gemacht, noch müssen die Züge aber warten, bis sie ein neues Nachtlager haben. In knapp 3 Jahren entsteht hier eine gut 600 Quadratmeter grosse Servicehalle. Ende 2017 sollen die S-Bahn-Züge über Nacht in dieser Halle abgestellt und gewartet werden. Der Neubau ist notwendig, weil in nächster Zeit vor allem das ZVV-Netz rund um Zürichstach ausgebaut wird. Es ist vor allem dann der Ausbau zwischen Winterthur und Zürich, integraler Viertelstundentakt. Dann im 18. aber dann auch Ausbauten auf der S26 im Stammertal. Also da geht es dann wirklich auch in den ländlichen Regionen gibt's spürbare Verbesserungen. In der heutigen Servicehalle zu Oberwinterthur haben 6 Züge auf Small Platz. Künftig müssen 9 Züge gleichzeitig gewartet werden, also 3 mehr. Für die zusätzlichen Züge werden in der neuen Servicehalle 2 Kilometer Gleis verlegt. Der Werner Schurter schaut dem Abschluss der Bauarbeit mit Freude entgegen. Mit dem Millionenprojekt kommt er ein neues Bruchstück in seine Region über. Ja, wir haben eine weitere Anlage. Das bedeutet natürlich einerseits, dass mehr Mitarbeitende braucht. Das ist immer schön, wenn man an einem Ort Arbeitsplätze schaffen kann. Hier rund 50 Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite ist es für uns sehr wichtig, dass wir an diesem Ort die Züge effizient, professionell warten, reinigen, sodass unsere Kundinnen und Kunden saubere Züge haben, sichere Züge, dass sie pünktlich von A nach B kommen. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, wird die Anlage Ende 2017 in Betrieb genommen. Das Grossbauprojekt kostet die SBB rund 115 Millionen Franken.